Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 274. Sendung von Sport und Sperrin aus der Reiferbahn Sporthalle beim Helios Cup. Und wir treffen jetzt die Vertretung aus vom Handballverband Bremen. Schwanewede Neunkirchen trifft auf die Pfalzer Vertretung aus Hasloch. Und damit beginnt der nächste Nord-Süd-Vergleich. Die Pfälzer aus Hasloch treffen auf die norddeutschen Bremer Handballverband Angehörenden Niedersachsen aus Schwanewede Neunkirchen. Der erste Nord-Süd-Vergleich am heutigen Tag vom HSV Hamburg und den Rhein-Neckar-Löwen gehen ganz klar an die Vertretung aus dem Süden Deutschlands. Und es gibt damit ein bisschen Verwirrung, aber es gibt Ballbesitz für Neunkirchen. Und auch bei diesem Versuch bleibt der Torwartsieger. Theo Krüger im Tor von Neunkirchen kann diesen Ball entschärfen. Und nach eineinhalb Minuten haben wir dann das erste Tor in diesem Spiel. Erzielt durch Jari Lemke. 1:0. Schwanewede Neunkirchen ansässig in der Oberliga Niedersachsen-Bremen. Wirken im Gesamtbild auch sehr, sehr klein. Trotzdem muss man den spielerischen Weg wählen, um zum Torerfolg zu kommen. Hier durch die Nummer 8 Pascal Greuling. 1:1. Da war die Lücke und der Versuch für den Zackschlag. Es bleibt beim 1:1. Und der Treffer für Hasloch. Antonio Metzner mit dem 2:1 für die Pfälzer. Hasloch mit einer 5-1-Deckung versuchen da den Ball abzufangen. Schönes Kreisanspiel von Neunkirchen und der Treffer erkämpft von Lennart Hansch. 2:2. Der Ball am Tor vorbei und Schwanewede. Mit der neunten Chance, das war
Nichts unter Konter von Asloch. Schnell ausgeführt. Treffer. Jonathan Völkner mit seinem ersten Treffer zum 3:2. Schön die Lücke freigespielt. Auf der Außenposition, aber da muss der Ball natürlich rein von jetzt. Hackschlag. Und schön verteidigt am Kreis. Und Hackschlag erneut mit dem Versuch, diesmal als Hüftwurf. Diesmal erfolgreich zum 3:3. Schön, mit viel Anlauf gekommen, Björn Herrmann. Steigt er hoch. Und bringt den Ball in der langen Ecke unter. 4:3 für Haslau. Das war hervorragend gespielt. Jari Lemke mit dem Treffer zum 4:4. Über außen gespielt. Antonio Metzner, 5:4 für Hasloch. Gelbe Karte gegen Patrick Schäfer. Seitdem der TSG Hasloch. Das war klasse gespielt. An den Kreis. Und es gibt Einwurf. Da hätten sie gerne einen 7 Meter gehabt. Und auch der Haslocher Trainer weiß, das hätte durchaus einer sein können. Seist rum, 8,5 Minuten gespielt, 5:4 für Hasloch. Und der Treffer für Hasloch durch Pascal Gräuling. Erste, zweite Tore Führung, 6:4. Und jetzt werden wir bei Schwab wieder eine Variante sehen, und zwar einen zweiten Kreis. Und dann gibt es die gelbe Karte gegen 2 Minuten gegen Björn Herrmann. Schön über außen rausgespielt. Ball aber gehalten und der Konterlauf von Hasloch, von Jonathan Völkner, nicht von Erfolg gekrönt. Und im Nachwurf der Treffer von Corvin Kreuze zu 5:6. Aber Neunkirchen muss auf das Spiel setzen. Sie haben nicht die großen Spieler, um die großen Sprungwürfe zu machen. Da muss man zusammenspielen. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Beim Abschluss Haberts noch. Reuling erfolgreich von außen. Sein Treffer bereit. 7:5 für Hasloch. Und der Treffer für Neunkirchen, Jari Lemke, auch bereits ein dritter Treffer zum 6:7. Schön gespielt und erfolgreich abgeschlossen durch Antonio Metzner, ebenfalls sein dritter Treffer. 8:6 und Neunkirchen den Ball einfach weggeworfen. Damit jetzt die Chance zur 3-Tore-Führung für Neunkirchen. Für Hasloch, die jetzt wieder komplett sind. Den Ball zurückgewonnen. Neunkirchen. Jetzt mit dem Versuch hier wieder zu verkürzen auf ein Tor. Und die Variante 1 soll es dann sein. Wieder zweiter Kreis. Ah, der Ballverlust von Kreuze. Und die Chance für Völkner, aber hervorragend entschärft von Theo Krüger. Es bleibt beim 8:6 für Hasloch. Der Ball entschärft, nicht allzu schwierig für Felix Müller im Tor. Der TSG Hasloch. Kreuzer. Gelb, nachdem er sich ein bisschen gerungen hat mit seinem Gegner. Erneut Theo Krüger, der den Ball entschärft. Schrittfehler, aber vor das Foul von Hasloch, deswegen ein Freiwurf für Neunkirchen. Neunkirchen jetzt auch mit Niklas Mechau. Mit einem, der aus dem Rückraum mal schießen könnte. Zumindest hat er die Größe dafür. Und er hat es ja auch versucht. Aber es bleibt beim 6:8. Und die 3-Tore-Führung für Hasloch durch Antonio Metzner. Und so scheint es
6 Minuten vor Ende der ersten Hälfte. Erneut gut auszusehen für die Süddeutschen im Duell gegen die Norddeutschen. So, und jetzt der personifizierte Name des Handballsports, Camper Gianluca, in diesem Fall scheitert an Felix Müller. Und schönes Kreisanspiel. Schön freigestohlen. Marius Ferrer. 6-10. Der Ballverlust von Neunkirchen. Und die Chance jetzt sogar auf 5 Tore wegzuziehen für Hasloch. Genutzt. Bausen mit Kraft. Antonio Metzner. 11-6. Für Hasloch. Und schön gespielt und dann mit dem Pfosten auch der Treffer durch Sven Kralher. Sein erster Treffer in diesem Spiel zum 7-11. Der Treffer erneut von Antonio Metzner ist bereits sein 6. Treffer in diesem Spiel. 7-12. Und so langsam wird es deutlich hier 3 Minuten vor der Hälfte. Hasloch spielt da sehr gute Abwehr. Und das war eine schöne Finte, durchgesetzt von Kreuze. Macht seinen zweiten Treffer zum 8-12. Aus der Position kann man eigentlich nicht werfen. Der Ball darf auf jeden Fall nicht reingehen. Aber Pascal Greuling, ist das egal, er wirft ihn trotzdem rein. Zum 13-8 für seine Mannschaft. War zu schnell abgeschlossen von Hasloch und nochmal die Möglichkeit für Neunkirchen auf 4 Tore zu verkürzen. Wieder Kreuze.
Ja, bin ich richtig angegriffen, aber wusste auch nichts anzufangen mit deinem Platz. Gianluca Kemper. Fuß. Der Torschiedsrichter hat es nicht richtig gesehen. Der Feldschiedsrichter dafür schon. Unterwurf. Vorbei am Tor. 10 Sekunden sind es noch. Jetzt sind es noch 5. Jetzt muss Neunkirchen schnell abschließen. Kreuze. Das war's. 8:13 der Halbzeitstand zwischen Neunkirchen und Hasloch. Und auf geht's in Halbzeit 2 zwischen Schwanewede Neunkirchen und der TSG Hasloch. Und wir beginnen gleich mit einem Tor für Neunkirchen. Gianluca Kemper mit dem 9:13. Ebenso von außen getroffen, Björn Herrmann für Hasloch. Stellt den alten Abstand wieder her, 14:9 für Hasloch. Schön hochgestiegen und versenkt von Pascal Gröling. 9:15. Einfach mal ein Positionsspiel durchspielen. So hätte es der Trainer gerne von Neunkirchen. War schön freigespielt, aber der Aufsetzer übers Tor. Es bleibt beim 9:15. Das war ganz stark gespielt von Hasloch, Herrmann auf Patrick Schäfer. Und sie erhöhen auf 16:9 für Hasloch. Mit dem Trainer an der Seite, die Abwehr gut sortiert und mit dem Ball gewinnen. Und das Anspiel an den Kreis und der Treffer von Björn Herrmann, sein dritter in diesem Spiel, 17:9. Tempo, Tempo!
Ja, Neunkirchen fällt jetzt wenig ein. Die TSG Hasloch. Schön gedacht, aber den Ball konnte er nicht fangen. Und ein schöner Versuch. Aber der Ball vorbei am Tor von Sven Kral her. Sehr gut gespielt. Und Schwanweder, aber es gibt 7 Meter. Und 2 Minuten gegen Patrick Schäfer. Er hatte schon gelb. Und Nils Hackschlag mit dem 7 Meter sicher verwandelt. 10-17. Trocken unten in die linke Ecke vom Schützen aus gesehen. Björn Herrmann zum 18-10 für Hasloch. Zu einfach. Schenkt Neunkirchen den Ball weg. Jari Lemke war das. Lattentreffer und das Tor. Dann ein Nachwurf von Nikolas Rösler. Neunzehn zu zehn. Schöne Aktion von Jari Lemke. Und jetzt spielt Neunkirchen Manndeckung. Und der erste Erfolg. Der Ballbesitz ist da. 11-19 jetzt. Das könnte ja interessant werden jetzt. Wie sich Hasloch auf diese neue Situation einstellt. Erstmal ein Treffer. Durch Sven Kral her. Und 2 Minuten Strafe. Gegen Björn Herrmann und das ist bereits seine zweite. So. Hasloch kann mit Schäfer wieder um einen auffüllen, bleiben aber in Unterzahl. Und das war klasse gespielt. Und der Treffer von Antonio Metzner zum 12-20. Kirchen bleibt beim Manndeckungsspiel. Schäfer setzt sich gut durch. Es gibt es gelbe Karte gegen Jari Lemke, wenn ich es richtig gesehen habe.
Von außen. Verwandelt von Antonio Mettner. 12. 21. An sich ein schöner Versuch von Hackschlag. Und sehr gut aufgepasst von Korbenkreuze. Und Hackschlag im zweiten Versuch mit seinem dritten Treffer. Und da hat der Torwart von Hasloch etwas abbekommen. Scheinbar einen Schlag auf den Hals bekommen. Ah, Felix Müller richtet sich wieder auf. Es geht für ihn weiter, denke ich. Ja, mit Schmerz, aber es geht weiter für ihn. Schauen wir, dass da alles gut und heil geblieben ist und Neunkirchen bleibt bei der Manndeckung. Patrick Schäfer, Lattentreffer. Und Fuß war ein Hackschlag, aber es gibt Freiwurf für Neunkirchen. Und der Versuch von Kemper, nicht schlecht, aber Felix Müller im Tor, auf den Posten. Und der Treffer von Hasloch durch Marius Fehre. Spielen wir mit zwei Kreisspielern, aber der Wurf von Mechnau geht am Tor vorbei und Torwartwechsel bei Hasloch. Da hat Felix Müller vielleicht doch mehr abgekriegt, aber auch klasse gehalten jetzt. Vom Torhüter Neunkirchens. Hasloch hat sich jetzt wieder sehr gut formiert in der Verteidigung. Lattentreffer und 7 Meter Entscheidung für Neunkirchen. Nils Hackschlag mit seinem zweiten Treffer per 7 Meter, der vierte insgesamt. 14 zu 22. Neunkirchen weiter in Manndeckung. Und es gibt Abwurf. Und jetzt der Pass nach außen wäre es gewesen jetzt. Auf Hackschlag. Er war frei. Und da setzt er sich einfach durch gegen drei Leute, macht den Treffer, Niklas Mechau. 15, 22 und Greuling mit dem erneuten Treffer für seine Mannschaft, Nummer 6 bereits für ihn.
8 Tore Vorsprung. 15 zu 23. Der Ball von außen. Am Tor vorbei. Ja, klasse gespielt. Gräuling macht den Treffer. Super Pass von Jonathan Völkner. 15-24. Jetzt hat sich Hasloch so ein wenig auf das Spiel von Neuenkirchen eingestellt. Schlechter Pass. Ball gerettet. Passives Spiel angezeigt. Schön durchgespielt. Die freie Situation noch gefunden. Und ein Wurf für Hasloch. Gräuling mit dem Treffer. Sein Achter. 25 zu 15 für die TSG Hasloch. Und wieder Ballbesitz für Hasloch, die jetzt gut gearbeitet haben in der Abwehr. Und der Treffer durch Jonathan Völkner zum 26 zu 15. Ja, schönes Tor eigentlich, aber übertreten und damit Abwurf. Ja, ohne Gnade. Jonathan Völkner. 27 zu 15. Für Hasloch. Und damit können wir das Spiel auch als entschieden betrachten. Und damit sind wir beim Stand von 0 zu 3 im Duell Nord gegen Süd. Hier beim Helios Cup der C-Jugendin der Reiferbahn in Schwerin. Schön durchgespielt, scheitern am Torhüter und dann scheitern sie am Pfosten. Gräuling war das. Ja, ohne Vorbereitung. So einfach, Jari Lemke. Und jetzt nochmal über außen und erneut übertreten. Und dabei wäre auch nicht drin gewesen. Nur das Aluminium getroffen. Und der Treffer und noch die gelbe Karte gegen Jari Lemke, dann ist auf meinem Zettel die zweite. Und der Treffer von Björn Herrmann, das war Nummer 5 für ihn. 28 zu 15 für Hasloch.
Und schöner Treffer jetzt von Jari Lemke. Lücke gefunden. 16 zu 28. Ja, schön aus rausgespielt. Diesmal nicht übertreten, aber diesmal scheitert er an Sascha Heckmeier im Torwart, im Haslacher Tor. Die Gegenseite macht es etwas besser. Marius Ferrer mit dem 29 zu 16 für Hasloch. Schön durchgespielt einmal, bis an den Kreis. Und Kai-Janis Hanke mit dem Treffer zum 17 zu 29. Schönes 1 gegen 1, Nikolas Rösler mit dem 30. Treffer für seine Mannschaft. 17 zu 30. Und Jari Lemke, ansatzlos, Treffer 6, 18 zu 30. Sind die Zeit angehalten? Es geht weiter. Reuling. Und im Nachwurf ist es dann Hermann mit seinem 6. Treffer. 18:31, die 18 Sekunden vor Schluss werden wir noch einen Angriff erleben von Neunkirchen. Um das Spiel hier vielleicht mit einem Tor abschließen können. Nochmal schön gespielt, es gibt auch nochmal den 7 Meter. Für Schwanewede, Neunkirchen. Nils Hackschlag wird ihn ausführen. Und der Treffer von Nils Hackschlag stellt den Endstand her von 19 zu 31.